In dieser Folge von Sailing Benko erledigen wir ein paar längst überfällige Bootsprojekte und entdecken wunderschöne Wanderrouten auf Sardinien. Steffi zeigt euch zudem ihr Lieblings-Zimtschneckenrezept, das wir uns natürlich auch schmecken lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sailing Benko. Ja, wir sind nach der ganzen Trocken-Dock- und Kran-Aktion jetzt endlich wieder im Wasser. Das ist richtig cool und man merkt einfach wieder, das Boot gehört ins Wasser. Wir haben am Trockendock, wir kennen es ja von unserer Refit-Zeit, hier schon wieder das Chaos gehabt im Innenbereich der Benko. Und das werden wir jetzt mal beseitigen. Also die Küche sieht aus und der Salon, ich zeige ihn euch gar nicht. Und das werden wir jetzt eins nach dem anderen mal machen. Und es gibt noch so viele andere Sachen zu tun und da nehmen wir euch in diesem Video mit. Ich kümmere mich heute so ein bisschen um unsere Leinen, denn unsere Anlegeleinen sind nach einem Jahr ganz schön durch, nach der intensiven Benutzung. Und was wir gemacht haben, wir haben uns ja ein bisschen neue Leinen bestellt. Hier so eine ganze Trommel, das sind 100 Meter. Und was wir machen werden, ist, wir werden die ein bisschen kleiner machen. Das heißt, ich werde da zwei Anlegeleinen draus mir machen, a 16 Meter. Und was wir gemerkt haben in unserer Zeit in Kroatien, dass uns eine Sache fehlt, und zwar, wir hatten keine Landleine. Und das heißt, ich werde hier auch noch 50 Meter verwenden, um eine Landleine draus zu machen. Dann haben wir das nämlich auch. Und den Rest werden wir irgendwie auch bestimmt verwenden können. Das wird heute meine kleine Tagesaufgabe. Damit fange ich jetzt gleich mal an. Die Leinen sind jetzt soweit zurechtgeschnitten und die Enden auch so verschnürt, damit die nicht aus ihrem Mäntelchen rutschen. Und wir haben die jetzt auch schon hier angebracht als Anlegeleine, machen einen sehr guten Eindruck. Und ich habe noch zusätzlich so einen Stoßdämpfer angebracht, damit da nicht so viel Druck auf die Leinen kommt und da die ein bisschen länger halten. Ja, ich mache jetzt eine Pause. Im Boot ist jetzt alles aufgeräumt, draußen sogar noch das Deck abgespritzt und jetzt lasse ich mir hier die Sonne ins Gesicht scheinen und mich hin und her schaukeln. Heute kümmere ich mich mal so ein bisschen um unsere Gangway, denn das ist auch schon ein Projekt, das lange auf unserer Liste steht. Denn wir haben ja hier, ihr seht hinter mir, so eine Aluminium-Gangway und die ist auch super. Allerdings ist das Problem, dass die solche Aluminiumkanten hat. Und wenn diese Aluminiumkanten dann auf das Deck kommen, dann fängt das natürlich an, das Kiwi-Grip wegzukratzen. Und wenn es ganz schlimm läuft, geht das sogar auf den Lack. Das hatten wir schon ein paar Mal. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, haben wir da eine Gummimatte hintergelegt, damit das irgendwie auf der Gummimatte reibt. Aber das ist natürlich keine schöne Dauerlösung. Von daher werde ich mich jetzt mal hier um was Stabileres kümmern. Das Praktische ist ja hier, dass man hier ganz gut Sachen hinbestellen kann und ich habe mir hier im Internet so eine Aufhängung bestellt letztendlich für unsere Gangway. Das heißt, aber dafür muss ich dann wieder ein Loch ins Boot bohren, das Ganze dann sickern und das letztendlich einbauen, sodass ich dann hier unsere Gangway einhängen kann. Wir haben gerade auch noch die Gelegenheit genutzt, weil das Sieger eh schon offen war, hier unseren Topf wieder hinzumachen auf die Pinne. Jetzt ist er auch wieder fixiert und ja, dass kein Wasser reinkommt. Ja, die Halterung ist erfolgreich drin, ging doch schneller als gedacht. Und jetzt gibt es hier noch so ein Überwurfteil, dass es ein bisschen optisch schöner ausschaut und da nicht ganz so viel Wasser eindringt, wenn mal Wasser drüber sollte. Das noch rein und dann, glaube ich, kann die Gangway schon wieder drauf. Thank you.
Steffi und ich machen uns heute auf zu einer kleinen Wanderung. Hier gibt es nämlich echt sehr schöne Wanderrouten und wir können hier vom Boot auch schon so eine kleine Aussichtsplattform sehen. Die wollen wir uns auf jeden Fall anschauen und dahinter geht es dann noch weiter. Die nächsten Tage wird hier nämlich in Sardinien wahrscheinlich ein kleiner Lockdown kommen. Wie genau das ausschauen wird, wissen wir jetzt auch noch nicht. Aber da haben wir gedacht, dann nutzen wir jetzt die Zeit und gehen noch ein bisschen unbeschwert wandern, wenn das dann noch möglich ist. Und ja, da freuen wir uns jetzt drauf. Auf Sardinien sind in der letzten Woche auch schon die ersten Herbsttage gewesen und es wird abends schon immer recht früh, jetzt auch ja kalt. Und da habe ich irgendwie so ein paar Gelüste bekommen auf irgendwie was Kuchenmäßiges, Süßes. Und da bin ich auf einen meiner Lieblingsblogs gegangen. Die Verlinkung findet ihr dann auch in der Videobeschreibung unten. Und da gibt es ein ganz tolles Zimtschneckenrezept. Und das möchte ich euch zeigen und habe mir gedacht, das bietet sich an für ein neues Benko Board Bistro Video. Die Zimtschnecken, die bestehen aus zwei Teilen. Zum einen einmal der Hefeteig und dann noch die Füllung. Und ich zeige euch jetzt erstmal, aus welchen Zutaten der Hefeteig entsteht. Der muss nämlich auch ein bisschen gehen. Und da habe ich mich für ein Dinkelmehl entschieden. Das kann man aber auch genauso gut mit Weizenmehl machen. Es ist gar kein Problem. Dann hier brauner Zucker, ein Ei, bisschen Butter, dann Trockenhefe. Das ist am Boot leichter einfach aufzubewahren. Bisschen Salz und lauwarme Milch. Und ich habe hier eine Technik, da kann ich den Teig auch ganz ohne Strom hier gut verquirlen und die zeige ich euch gleich mal. Jetzt habe ich alle Zutaten in die Schüssel hier rein und ich zeige euch jetzt mal mit meinem kleinen asiatischen Stäbchen, wie gut es geht, das Ganze zu verquirlen. Jetzt sind alle Zutaten schön ineinander gedrückt und jetzt werde ich den Rest noch mit der Hand zusammenkneten. Der fertig geknetete Hefeteig. Schaut am besten, dass er richtig schön glatt ist, dann sind auch alle Zutaten gut vermengt und er ist nicht bröselig. Also passt super von der Konsistenz. Und ihr kennt es wahrscheinlich, jetzt decke ich ihn ab und schicke ihn erstmal zum Schlafen. Stellt ihn einfach an einen warmen Ort, wo er gut aufgehen kann. Und also es muss mindestens so eine Stunde lang zugedeckt bleiben, dass er richtig schön wird. Ich habe heute aber Zeit und lasse ihn so 2 Stunden gehen wahrscheinlich. So, es sind 2 Stunden vergangen und schaut her, ein schöner Hefeteig.
Ich habe mir heute überlegt, halb-halb bei der Füllung zu machen, weil ich auch Äpfel habe, die ich verwerten möchte. Und die klassische Füllung ist einfach nur diese vier Zutaten hier, und zwar Butter, brauner Zucker, Ahornsirup und Zimt. Mein Zimt sieht ein bisschen mitgenommen aus, deswegen lasse ich den jetzt in der Tüte drinnen. Und sonst ist hier alles voll. Und für die zweite Hälfte der Schnecken, da werde ich noch Äpfel mit rein geben. Das zeige ich euch dann gleich noch. Die köchle ich so ein bisschen mit Zitrone und dann kommen noch Mandeln rein. Das schmeckt auch immer ganz gut. Sie sind fertig. Und ja, der Tipp ist, sie natürlich auch gleich warm zu verspeisen. Da sind sie nämlich am besten. Die Zimtschnecken sind wirklich sehr, sehr lecker. Also viel Spaß beim Zuhause nachbacken. Und ich habe jetzt auch gerade schon die nächste größere Online-Bestellung aufgegeben für die nächsten Bootsprojekte. Und solange wir hier darauf warten, haben Steffi und ich eine ganz gute Videoidee gehabt. Ein bisschen mal was anderes. Aber mehr dazu dann nächste Woche, da werden wir euch das präsentieren können. Von daher vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Gebt dem Video Daumen nur nach oben, schaut auch auf Facebook, Instagram und Patreon vorbei und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.